Am Freitag hatte ich in meinem Video mit dem Titel Solidarität in der Finanzkrise angekündigt, am Wochenende nochmal ein extra Video zu machen, um einem Gastronomie-Ehepaar zu helfen, das derzeit in Schieflage ist. Nachdem ich eine Zuschrift erhalten hatte mit der Bitte, Mensch, Herr Fugmann, vielleicht können Sie da was tun, Sie haben doch ein gewisses Publikum, vielleicht können die diesem mit mir befreundeten Ehepaar irgendwie helfen, denn die sind natürlich wie so viele Millionen andere jetzt in Schieflage geraten, verdienen kaum noch Geld, haben aber weiter die Kostenstruktur laufen. Und da habe ich sofort gesagt, klar, das mache ich. Man kann fragen, warum denen helfen, nicht anderen. Aber ich denke, es ist eben wichtig, irgendwo mal anzufangen. Und das hier ist konkret, das ist direkt. Das würde diesen Menschen wirklich helfen. Worum geht es? Es geht um die Gaststätte zur Wilsdorfer Höhe, gelegen in Harburg, südlich der Elbe. Ein Hamburger Stadtteil, der hier jetzt im Fokus ist. Und wir wollen uns mal diese Gastronomie genauer anschauen. Hier sehen Sie, das ist praktisch eine Sportgaststätte, direkt angeschlossen an einen Verein. Und hier sehen wir, dass da ein Kunstrasenplatz ist. Dieser Verein ist wichtig für die gesamte Community in Harburg, denn da ist viel Begegnung, da hat man Spaß zusammen. Und es ist eben wichtig, dass da eben möglicherweise dann auch eine solche Begegnungsstätte in der Kneipe möglich ist, dass man da was essen kann, miteinander reden kann, wieder, dass da sozusagen sozialer Austausch stattfinden kann. Und Inhaber dieser Gastronomie ist Susanne und Joachim Nienaber. Die haben das Lokal vor gut einem Jahr übernommen, haben wahnsinnig viel auf die Beine gestellt, haben Events organisiert, sind da richtig beliebt, soweit ich das aus den ganzen Kommentaren sehen kann. Und jetzt wäre es natürlich super, wenn die weitermachen können. Man geht ja davon aus, dass vielleicht im Mai schon wieder Gastronomie öffnen kann mit 1,5 Meter Tischabstand. Dann jedenfalls sind die beiden super engagiert. Die Susanne Nienaber, die hat vorher im Erikas Eck mal gearbeitet. Vielleicht kennt das der eine oder andere. Hier in Hamburg im Schanzenviertel eine legendäre Traditionskneipe mit richtig solidem deutschen Essen. Und dieses Essen schauen wir uns gleich mal an. Hier auf der Speisekarte zum Beispiel sind deutsche Gerichte. Da haben wir Schnitzel Wiener Art, da haben wir Burger. Das ist also sozusagen die klassische deutsche Ernährung, die da noch stattfindet. Das ist auf jeden Fall auch in den Bewertungen, die man hier sieht über Lieferando, sehr, sehr gut bewertet. Also die geben sich Mühe, die versuchen frisch zu kochen, und es wäre schade, wenn das alles so enden würde. Jetzt wird da auch viel Fußball geguckt. Die haben die Sky-Gewerbelizenz, der wird also normalerweise, als jetzt noch die Bundesliga gelaufen ist, oder in dem Fall auch die zweite Bundesliga, denn hier handelt es sich um HSV-Sympathisanten, und es fällt mir persönlich nicht ganz leicht. Ich bin ja Anhänger eines Bundesliga-Clubs, der um und bei 120 Kilometer entfernt ist von Hamburg. Fällt mir nicht so leicht, hier sehr Positives über den HSV zu sagen, aber der macht wirklich jetzt eine sehr gute Figur in der Corona-Krise, versucht da Gastronomen zu helfen, wo es geht. Jedenfalls ist die Möglichkeit vorhanden, diesen Menschen der Familie Nienaber, den Gastronomen Nienaber, wirklich direkt Geld zukommen zu lassen. Das Ganze wäre dann rechtlich gesehen keine Spende, sondern eine Schenkung. Und es gibt eine Plattform, die heißt GoFundMe. Ich werde im Video unten dann die Links auch bringen, sodass Sie da direkt draufklicken können. Und da kann man welchen Betrag auch immer eben auswählen und sagen, das geht dann direkt auf das Konto der Nienabers. Es kommt also direkt an, da gibt es keine Zwischeninstanz oder irgendwas anderes, sondern das wird direkt da reinlaufen. Und mich würde es freuen, wenn Sie sich da aktiv verhalten würden, wenn Sie vielleicht ein paar Euro übrig haben, diejenigen, die Lust haben, dann einfach zu sagen, ja, das ist ein konkretes Beispiel, da kann ich einfach ganz konkret mal was tun, das wäre einfach eine super Geschichte. Und sobald dann die ganze Geschichte wieder möglich ist, dass da was offen ist, dann würde ich mich gerne mit Ihnen dort im der Gaststätte Wilsdorfer Höhe eben verabreden, und dann mache ich irgendwelche Geschichten, vielleicht Börsen-Stand-Up-Comedy oder ähnliches, oder wir machen eine Frage-Antwort-Runde oder irgendwelche Geschichten, haben Spaß zusammen. Da würde ich dann den Termin bekannt geben, wo alle Spender oder alle diejenigen, die da Geld hinüberwiesen haben, hinkommen können. Ich komme auch hin, und dann haben wir da vielleicht auch mal jenseits des anonymen Internets direkt Kontakt. Ich habe immer wieder, wenn ich irgendwelche Events gemacht habe, was selten vorkommt, Menschen kennengelernt, mit denen ich immer noch zu tun habe. Das ist eine absolute Bereicherung, denn diese Anonymität des Internets, die ist ja manchmal auch nervig. Also, mich würde das wahnsinnig freuen. Dann würde ein Termin bekannt gegeben werden in einigen Wochen, wenn da einige Spender
sich großzügig gezeigt haben, was gegeben haben. Und dann werden wir da ein richtig saftiges Event draus machen. Würde mich freuen. Ich wünsche jetzt erstmal einen wunderbaren Sonntag und hoffe, dass wir uns da alle dann bald sehen. Bis dann. Servus und ciao.